Hallo zu einem kleinen Unboxing-Video von einem neuen Xtrons Radio. Ich habe heute vorliegen ein Xtrons der IQ-Serie 7039B, also ein 7 Zoll Android 10 für ein E39. Und da wollen wir doch mal reingucken, was hier so drin ist. Wenn wir die Kiste aufmachen, sehen wir zuerst, wir haben eine Bedienanleitung. Die hat Xtrons überarbeitet, das ist jetzt ein dickes Buch. Und zwar ist die jetzt in Englisch und in Deutsch. Das heißt, es gibt nur noch ein Heft, zweisprachig mittlerweile, so dass wir mit der Bedienung von dem Radio doch ganz gut klarkommen sollten. Dazu haben wir ja einen Beutel mit Zubehör. Da sind die Radiohalterung drin, Adapter, Kabel, Antennen, zeige ich dann im Detail. Dazu haben wir hier die zwei Anschlusskabel für das Auto. Wir haben die zwei Optionen, einmal links hier mit den runden Pins für die ältere Generation und rechts mit den flachen Pins für die neuere Generation. Und am Kabelbaum dran die Canvasbox, die man umstecken kann von dem einen zum anderen Kabelbaum, je nachdem welchen man halt verwenden möchte. Steckt man das entsprechend bitte um. Ich habe im Forum darauf verwiesen, passt bitte auf, dieser Stecker passt mit Gewalt auch ans Radio hinten dran. Zeige ich euch dann nochmal, wenn er das macht, gibt es einen Kurzschluss und das Radio ist hinüber. Deswegen Obacht bitte, dass er hier nur die Canvasbox dran steckt. Zuletzt haben wir natürlich noch, wie immer gut gepackt, das Radio mit drin. Noch mal extra eingepackt, wie wir sehen. Wir haben hier den großen Warnaufkleber drauf mit den Schrauben fürs Laufwerk. Das haben wir noch eingepackt. Reinschauen. So sieht das gute Stück aus. An der Optik haben sie nichts verändert zur neuen Serie. Schutzfolie ist noch drauf. Wunderbar. Hier oben, wie gesagt, der Hinweis, dass wir diese zwei Schrauben rausmachen sollen. Die halten das Laufwerk für den Transport. Also vor dem Einbauen unbedingt diese zwei Schrauben entfernen. Und hinten dran die neuen Anschlüsse. Das Sicherheitsaufkleber, den wir dann entfernen müssen, um den Strom anzuschließen. Die Anschlüsse für die Zusatzkabel, die sich dann hier in der Kiste drin verstecken. Und dann haben wir ja noch die Anschlüsse für die 4G-Antenne. Ist ja ein internes Modem dabei für GPS und fürs WLAN und für den Radioanschluss. Soweit zum Radio selber. Besagter Stecker, den ich vorhin gelesen hatte, ist der hier oben, wie ihr seht. Wenn man möchte, mit Gewalt kriegt man den hier rein. So ein bisschen passt er zumindest. Wenn er das macht und das ist angesteckt, gibt es wie gesagt hier einen Kurzschluss und das Radio geht kaputt. Seid vorsichtig, der Stecker gehört nur an die Canvasbox. So, hätten also das Radio drin, zwei Anschlusskabel, das Heft. Dann schauen wir mal das Zubehör. Fangen wir da rein nach an. Wir haben hier den kleinen Antennenadapter auf Fakra. Der gehört hier hinten hinein. Heißt, wenn man originalseitig den Fakra-Stecker hat, braucht man diesen Adapter und steckt den einfach hinten rein. Dann kommt der originale Antennenstecker drauf. Als nächstes haben wir hier einen einzelnen USB-Stecker, der hier hinten dran passt. Dann haben wir den richtigen Stecker, der hier oben dran passen soll, also der gehört hier oben rein. Hier ist vorhanden der Ausgang für den Subwoofer, der Ausgang für den Frontkanal, der AUX-Eingang. Wie ihr seht, es gibt keinen Ausgang für die hinteren Lautsprecher, es gibt nur für vorne den Ausgang. Und dann haben wir hier die drei Anschlüsse. Videoausgang, Frontkameraeingang und ich meine, das ist AUX-Eingang. Der Klinkeneingang fürs Mikrofon
und hier der Halter für die SIM-Karte für das interne Modem. Dann ein ganz wichtiger Stecker ist dieser kleine mit den langen gelben Kabeln dran. Und zwar handelt es sich hier um die WLAN-Antenne und um die Bluetooth-Antenne. Die müssen wir dann quasi hinten ans Radio anstecken und beim Einbauen darauf achten, dass wir sie nicht hier hinterm Radio verknüllen, sondern möglichst so weit frei vom Radio weg im Radioschacht verteilen, dass wir einen guten Empfang haben. Dann haben wir dran den Eingang für die Rückfahrkamera. Den Eingang für die Bremse, den können wir weglassen, Infrarot können wir weglassen und hier die Spannungsversorgung für die Rückfahrkamera. Als nächstes haben wir noch zwei weitere USB-Anschlüsse, das heißt, wir haben in Summe drei. Dann haben wir hier die GPS-Maus, die hier hinten angeschraubt wird und dann am besten unterm Armaturenbrett versteckt wird und dann, ja, in Fahrweite von rechts baue ich es immer ein unter den Hilfsrahmen. Und zuletzt haben wir noch die zwei Antennen. Die sind baugleich. Die eine ist wie gesagt fürs 4G, fürs Modem, fürs Internet. Und die zweite ist fürs WLAN. Noch eine zweite Antenne, eine externe, die man ein bisschen weiter wegklemmen kann, um zum Beispiel mal einen Hotspot von zu Hause besser zu empfangen. Also die Antenne hier ist eher so für den Nahbereich und die Antenne eher für den Fernbereich. Dazu haben wir noch so einen Klettsticker, den kann man zum Beispiel unter die GPS-Maus machen, um das irgendwie zu entfernt wieder dran zu bauen. Und zuletzt noch die Halter, da hat X-Trans mittlerweile sogar Schrauben beigelegt, um das Radio festzumachen. Wie gut die Radiohalter passen, werde ich später mal probieren. Bislang haben sie immer nicht so gut gepasst. Was man aber sieht, sie haben ein neues Blech, also das ist auf jeden Fall stärker. Vorher war das immer so ein Dosenblech. Schauen wir uns dann im Auto an, später mal, wie gut die passen. Das soll es erstmal soweit zum Radio selber gewesen sein. Wir schauen uns dann mal an, wie das Radio aussieht, wenn wir es dann anschalten. So, dann machen wir mal weiter mit der Trockenübung. Radioanschluss. Radio haben wir noch hier. Guten Tag. In einem anderen Video habt ihr jetzt vielleicht gerade gesehen, wie ich das Rassler Interface am Adapter mit angelötet habe. Ich würde jetzt mal am Beispiel von Flachpinstecker zeigen, wie wir hier weitermachen. Und zwar fange ich immer erstmal damit an, dass wir sehen, dass der Stecker, der ans Radio geht, mit der Zündungsleitung verbunden ist. ACC steht hier drauf, die in die CAN-Bus-Box geht. Das kann gut funktionieren. Das kann aber eben auch mal gut nicht funktionieren, wenn die CAN-Bus-Box einen Fehler hat. Aus dem Grund ziehe ich das immer auseinander, dafür ist es vorgesehen, und nehme mir die rote Litze, die auch ACC heißt, aber aus dem Radiostecker kommt, und stecke die zusammen mit dem Kabel, das dann nachher ins Radio geht, sodass die Litze frei ist. Wir müssen dann bloß schauen, dass die hier isoliert ist, also nicht, dass das Hütchen nach hinten gerutscht ist, damit es hier vorne so frei ist. Das würde dann ins Radio hinten reinkommen. Das heißt, drehen wir das gute Stück rum, würden dann hier das Sicherheitsbändchen entfernen, dass wir hier rankommen, und stecken das Kabel richtig hinein. Soweit, so gut. So, jetzt haben wir hier noch das kleine Kabel, das aus der CAN-Bus-Box kommt. Ehrlich gesagt kann ich noch nicht sagen, wofür das genau ist. Ich weiß aber, dass es hier hineinpasst. Wir werden es dort anstecken und dann wieder, wie ich vorhin darauf hingewiesen hatte, der Stecker hier, der hier dran ist, der gehört auch in diese CAN-Bus-Box hinein, nicht da. Ja, wenn er dort reinsteckt, was ja irgendwie verlockend aussieht, gibt es einen Kurzschluss und das Radio ist hinüber. Deswegen kann die Box nie herein, beziehungsweise wenn ihr eben das andere Anschlusskabel habt, bitte hier ausschließlich die CAN-Bus-Box anstecken. So, wie machen wir weiter? Wir haben ja noch ein paar mehr Kabel hier dran. Ich lege jetzt mal das runter, dass man das ein bisschen schöner sehen kann. Wir hätten noch im Angebot, was ich jetzt nicht brauche,
das Kabel mit den ganzen Cinch-Leitungen. Das Kabel hat auch den Mikrofonanschluss hier mit drin, diesen Klinkenanschluss und, was ich vorhin gezeigt habe, die Halterung für die SIM-Karte, für das interne Modem. Das wäre das Kabel, das hier oben dran gehört. Und steckt auch schon. Dann haben wir hier das einfache USB-Kabel. Damit man das jetzt sieht, würde ich den wieder rausnehmen, weil ich den hier sowieso jetzt nicht brauche. Wir nehmen den, stecken den hier dran und hätten schon das erste USB-Kabel bereit. Das gleiche gilt natürlich für die zwei USB-Kabel. Die werden jetzt genau daneben Platz finden. Als nächstes hätten wir noch, oder eigentlich als letztes, das Kabel, das wir vor uns hatten, hier mit den langen Kabeln dran fürs WLAN. Und das ist meiner Meinung nach hier unten. Genau. Damit hätten wir jetzt das WLAN dran und auch die Rückfahrkamera und die Spannungsversorgung. Damit wir das Radio dann nutzen können, oder bevor wir es einbauen, ganz wichtig, wie ich vorhin hingewiesen hatte, müssen wir die zwei Schrauben hier oben herausdrehen. Das geht mit den Fingern und das Plättchen hier entfernen. Und damit wäre auch das Radio oder das Laufwerk jetzt bereit zu nutzen. Ich zeige es nochmal, damit wir es sehen. Das Radio ist jetzt hier eins von der IQ, also man kennt das hier, IQ. Serie 7 steht für 7 Zoll, die 0 für Android 10, die 39 für den E39 und B ist eine interne Bezeichnung. Und dazu haben wir oben nochmal die Pin-Belegung. Das ist ein bisschen nah, falls das irgendwie relevant sein sollte. So, damit wäre jetzt hier erstmal das erste dran. Das fehlt uns jetzt noch, damit das Ganze funktioniert, können wir hier noch die zweite WLAN-Antenne anstecken. Schrauben vielmehr. Das wäre quasi, entschuldigt bitte, wäre dann quasi eine von diesen Antennen, die wir hier einfach aufschrauben. Dann haben wir noch die zweite gleiche Antenne. Da seht ihr, hier oben drüber ist die Beschriftung 4G und da ist GPS. Also hier könnten wir jetzt noch die zweite Antenne dran machen, die genauso aussieht für das interne Modem. Brauchen wir halt die SIM-Karte dazu. Und dann haben wir noch die GPS-Maus. Da wird wir dann später auch das Navi nutzen können. Die GPS-Maus. Die GPS-Maus gehört dann später im Fahrzeug immer so rum aufgeklebt, egal wohin. Also nicht anfangen, so rum unter das Dach oder an den Spiegel. So rum. Ich mache es immer unter das Handschuhfach bis ganz nach vorne neben die Lüftung, sodass sie nur noch das Armaturenbrett drüber ist und die Windschutzscheibe. Da sieht man sie nicht, also man muss sie nicht oben drauf kleben. Und es funktioniert trotzdem. Sehr schön. So, diese Antenne kommt dann hier dran. Und damit wäre hier alles angeschlossen. So könnte das Radio jetzt im Auto eingebaut werden. Wir müssen vom Einbau dann nur hier diese Kappen entfernen. Hier sind dann die Verschraubungslöchlein, womit wir das Radio festmachen können. So, jetzt wollen wir natürlich mal sehen, wie das Ganze aussieht. Dafür habe ich das vorbereitet. Ich nehme den Stecker. Und ich kenne die Pinbelegung, deswegen kann ich das hier auch anschließen. Einmal die Masse. Das Hauptplus. Und das Zündungsplus. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Radio zum Leben erwecken. So wie wir jetzt hier sehen. Zeigt uns Xtrons eine Android 11 Version auf diesem Radio an. Ah,
Und so sieht das Ganze erstmal aus. Doch eine sehr schöne Sache. So, wie wir sehen, ist das Ganze erstmal Englisch. Ist aber nicht so schlimm. Das können wir uns ja einstellen. Ich würde mir kurz das WLAN einrichten ersparen. Das seht ihr hier oben. Ne? Mit langen Drücken kommt man ins WLAN. Könnt ihr die lokalen WLANs nutzen. Ich kürze das Ganze mal ab. Ich habe die USBs dran. Und würde hier einen Ethernet-Adapter anschließen als USB, um hier ins Internet zu kommen. Da hoffen wir, dass es funktioniert. Und fange beim Radio erstmal an. Hier unten die Sprache umzustellen. Ich füge eine Sprache hinzu, die wäre Deutsch. Und entferne dafür Englisch. Jawohl. Dann war's schon. So, als nächstes brauchen wir die Zeitzone. Die hat er jetzt schon gefunden. Automatisch, wenn das nicht funktioniert, könnte man jetzt auch hier Deutschland wählen. Und dann passt es auch eigentlich. Das Zeitformat gefällt mir noch nicht. Das funktioniert schon mal nicht hier. Doch, jetzt haben wir es. Und es hat auch die Uhrzeit. Also an dem einen Port scheint Internet nicht zu gehen. So, was haben wir noch? Bluetooth-Geräte, die Apps, die Hintergrundbeleuchtung, Speicher, wie wir sehen, die Radios haben jetzt 128 GB. Das ist doch relativ flott. Die Konten, die wir jetzt einrichten können, zum Beispiel unseren Google-Account, das bekannte Spiel. Und dann schauen wir mal, was hier ist, die Tastenbeleuchtung. Die Lenkradtasten sind nicht umzustellen, die kennt ihr schon. Dann haben wir den Equalizer. Das ist mit DSP. Das sieht doch schon ziemlich gut aus hier. Und für den DSP den Abstand der Lautsprecher. Mit der Einstellung bin ich noch nicht ganz so glücklich. Aber das sollte prinzipiell funktionieren. Fürs Navi können wir schon festlegen, welche Navi-App hier mal benutzt werden soll mit der Navi-Taste. Erstmal so, was bringt schon. Ja, obwohl sie hier drin auf dem Schreibtisch liegt, habe ich sogar schon ein bisschen GPS. Das erstaunt mich gerade sehr. Dann haben wir die Fahreinstellung. Das Wichtigste für meistens hier, dass man das Video während der Fahrt erlauben kann. Und die extra Einstellung der Standby, dass immer das Radio nur in Standby geht. Rückfahrkamera an, wir können sogar die Bordspannung anzeigen hier oben, die jetzt gerade anliegt. Dann haben wir noch die Werkseinstellungen mit der 126. Das ist das bekannte Bild, das Startlogo. Das können wir schon mal vorsichtig umstellen für BMW später. Das haben wir. Canvas. Steht jetzt auf E46, wird aber auch im E39 so funktionieren. Hier ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auf Amplifier, also mit Verstärker stellen, weil sonst am Radiostecker hinten die 12 Volt nicht ausgegeben werden für die Endstufe, sofern dann eine im Kofferraum drin ist. Die Tastenbelegung umsetzen. Das gefällt mir gut. Hier lege ich immer um, kennt ihr vielleicht auf die AMS, der automatische Sendersuchlauf, nutze ich ganz selten. Hier lege ich immer lieber drauf die Taste zum
Wechseln zwischen den aktiven Apps. Speichern. Neu ist die Einstellung für den Bildschirm, das gab es früher noch nicht. Und dann noch die weiteren Einstellungen. Ich habe Frontkamera, den später mal drin. Das ist eine wichtige Einstellung. Standard Energiestatus, der sollte nicht auf anstehen, sondern Status der letzten, damit dass ich das letzte merkt, was ich gemacht habe. Und ich stelle meine Standardlautstärke ein, wenn das Radio hochfährt, damit er mich morgens nicht anblägt mit der Lautstärke vom letzten Partyabend. 12 Volt. Der Rest ist bekannt. Die GPS kann man noch umstellen, aber Deutschland ist das eigentlich das Übliche. Beenden, neu starten. Jetzt müsste das Radio noch neu starten mit dem neuen Logo. Ja, wie wir sehen, die Bootzeit hat sich jetzt nicht groß verändert, das war aber zu erwarten. Aber ansonsten finde ich, reagiert es doch sehr, sehr flüssig. Gefällt mir ziemlich gut. So, was können wir kurz probieren? Navigation. Würde ich kurz überspringen. So, ich brauche eigentlich bloß einen Browser. Weil das Wichtigste wird natürlich, dass wir die wichtigste App überhaupt installieren auf dem Radio. Sehr, sehr zügig. So, warum geht das noch nicht? Weil natürlich das Interface nicht dran steckt. Das hat ja absolut recht. Dann machen wir das mal. Das Modul meine ich natürlich. Unsere Standardmeldung. Da geht es auch direkt los. Okay. Das wird man natürlich gerne nicht haben. Und USB an. Sehr schön, das Update machen wir später. Soweit funktioniert es soweit. Ganz gut. Ich denke, für den Anfang reicht das. Alles andere darf dann jeder selbst probieren, wie er mit dem Radio zurechtkommt. Sehr zügig, wie ich finde. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Xtrons IQ 7039B.